Kannst du dich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren, als ich meine Schuhe ausgezogen habe und du fast umgefallen bist? Ja. Soll ich das jetzt tun? Nein, bitte nicht. Ja, das ist auf den Bahamas. Das ist voll geil, oder? Sylt. Es sieht voll geil aus, wir waren mal da. Und dann wollten wir es machen. Warum haben sie dieses Jahr nicht die offizielle Friendly Fire Club? Das ist die offizielle Friendly Fire Club. Hallo? Hallo? Excuse me? Obwohl. Vielleicht gibt es eine neue. Ah ja. Du musst immer einen geben, okay? Aber du hast die Hose an. Also ich hab die Hose an. Du hast die Hose an und ich hab das Oberteil an. Ihr habt die Mütze alle nicht an, ihr Arschlöcher. Weil wir noch Haare haben. So nämlich, weil wir noch Haare haben. Wir können auch risky sein, ne? Also wir können auch, wenn du jetzt schon sagst, wir können das nicht toppen. Ja. Dann nehmen wir einfach dieses Geld, was wir bekommen haben. Ja. Ja. Mir gefällt jetzt schon mal hier. Shitcoins. Dann setzen wir das auf Rot zum Beispiel. Oh. Ja, ja. Und dann haben wir einfach doppelt weil, so viel Geld. Stimmt, das, weil ja, ab 0 Uhr lacht die Sonne. Ja. Und dann das geht richtig ab hier. Dann ist das nicht Friendly Fire, dann ist das Friendly Sunshine hier. Und dann geht die haben sich vielleicht vorher durchgelesen, wofür sie gespendet haben. Ja, das ist wirklich auch ein guter Grund. Aber guck mal, perfekt. Genau hier, an dieser Stelle. Ja, nee, du musst, ja, hier, du siehst das doch. Ja, weiter rüber, weiter. Genau. Ich dachte, du machst so Häschen-Dinger. Ja. Du siehst doch genau hier. Hey, du siehst doch, der Hitze da, genau, da könnt ihr den Merch kaufen. Da, genau, da kann man den Merch jetzt gerade kaufen. Ne? Und dann, Moment, da schaltet jetzt sofort nochmal um hier an dieser Stelle. Moment, da ist dein, grade. Da ist dein... Moment, jetzt hier so, da sind halt so... Okay, da ist was richtig Großes. Ah ja, wir sind ja bei Erik am Kanal, stimmt. Ja, genau. Ich kenne die Leute. Das da jetzt, genau hier. Ah. Feiern. Ja, ein paar Leute haben letztes Jahr mit dabei und zweiter. Ich nehme mal ein Beispiel, Kerstin. In zwei Teams müsst ihr euch gegenseitig Begriffe erklären und dürft dabei nur Wörter mit einer Silbe benutzen. Das andere Team passt auf, dass der Poet bloß ordentlich redet und haut ihn zu sanft Not mit der aufblasbaren Nökeule. Das ist die Nökeule, ja? Ich brauche mir noch einen, oder nicht? Kann ich oder? Das kostet 100.000 vom Spendengeld! Ach, das peul ich wieder aus! Das ist von meinem Auto, den habe ich eben nur abgenommen! Peter, schreib schon Kündigung! Folgende Situation, ja. Du hast so Tinder installiert, bist in Berlin unterwegs, abends ist schon ordentlich einen drin, ja? Ja. Du swipest so ein bisschen, Match. Ja. Verhält sich mit der Person, ihr trefft euch zu Hause, ja? Du gehst zu dir nach Hause, ja? Riet richtig ab. Und dann steht das auf deinem Nachttisch. Aber weißt du, wie das aussieht? Das sieht aus, als hätte ich bei Ikea gekauft, aber das Bild beim Kauf nicht rausgenommen. Das Bild, das Original. Hatte Jay Haartransplantation. Aber ja. In 3, 2, 1, jetzt. Oh Gott, aber das muss eine Silbe sein, hey, ne? Hey, nicht so viele Wörter reden. Silbe 1. Silbe 2 Silben. 3, 2, 1. Das waren zwei Silben. Frau, Model. Englisch, Frau. Englisch? Porno. Frau? Frau, Porno-Darstellerin. Hot. Hot. Margot Robbie. Geil. Geil, ja. Geht's um eine Person? Ich, Frau. Du bist eine Frau, okay. Ich, ja. Geil. Weiblich. Hobby. Das. Aber wo? Analpenetration. Vaginalpenetration. Oralsex. War schön mit dem Twitch-Channel, ne? War schön. Ein... Wir sind uns einer Woche wieder. Oh, das kann ich vielleicht besser als. Das muss man mal, muss man gleich der Chat erklären, was das ist. Der Weg war gut. Eins Wort, zwei Wort. Eins Wort. Haus. Haus. Rathaus. Der Rat. Ja. Rathaus. Was Rathaus? Da? Da. Frau und Mann. Ja, das ist normal. Boah, der hat den Mund so weit auf, kannst du nicht mehr stecken. Okay. Zwei Wort. Zwei Wort. Zwei Wort. Zwei Wort. Frau, okay. Blut. Nein. Periode. Ja. In. In. Deu. Schland. Wer. Da. In Berlin. Ist. Bun. Da. Bun. Bundestag. Scholz. Kanzlerperiode. Nein. Bundesperiode. Da ist. Bun. Scholz. Bundeskanzler. Ja. Wie heißt das Haus? Bundestag. Nein. Wo Scholz? Ja, wo Frage, wo ist der Eingang? Wo Scholz? 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 Tresor. Tresor. Ich hab mittlerweile hier Adler. Tresor. Nein. Entschuldigung. Schatzkästchen. Scholz. Ja. Wo Scholz? Scholz. Wo Scholz? Wo Scholz? Scholz in. Ja. Scholz in. Nee, er out gerade. Was ist Scholz? Ja, das ist eine Frage, das wird dauern. Wie kommt ich drauf? Wie kommt nicht drauf? Es ist aber ein schwieriges, oder? Wort, muss man sagen. Jetzt will ich wissen, was das ist. Wenn, ich weiß es, ja? Das Amt. Was ist das? Nix, Silbe 2.
Okay. Scholz! Bundestag, nein. Oh, Scholz. Das ist halt das erste Meme von diesem Jahr. Wo Scholz. Genau, so dementsprechend, wenn ihr Bock habt, ja, tippt doch gerne jetzt kurz Tekken, Ausrufezeichen Tekken. Alter, Heider, hör mal auf! Geil, Ahnung. Okay, dann nochmal abweichen. Das Ende ist natürlich, einer liegt auf dem Boden. So, das zeigen wir euch jetzt sofort einmal ganz kurz. Das dauert ganz kurz, das wird ganz kurz eine halbe Minute oder so verarbeitet. Dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Und, bitteschön. Ja, also das ist natürlich mit dem Lacher. Das ist jetzt euer Test gerade, den wir einfach nur rückwärts abspielen. Authentisch. Wow, einfach das... Wow. Ihr werdet jetzt ungefähr 10 Minuten Zeit haben, um aus diesen defekten Geräten, Peripherie-Sachen, eine Waffe zu bauen. Okay, dann einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf vorstellen, den LaserSight EOS A. Ja. Die erste Variante von Andy. Und mir, dieses wunderschöne kleine Visier, damit auch jeweils selbst der Blindeste sieht beim Man Abschuss. Man braucht keine Brille mehr bei, ne? Genau. Also, sondern wir können das Ganze an diesem stabilen Griff festhalten. Also man muss sagen, wir haben auch eine wirklich sehr stabile Waffe. Einmal bitte vormachen, wie das aussehen würde und wie das klingen würde, wenn man damit schießt. Achso, ja natürlich. Also kannst du ihn halt so einstellen, ja, Einfachschuss oder halt wir stellen ihn einmal um. Ja. Ja, jetzt Vollautomatik und das wäre... Ja, das wär die eine Sache. Genau, oder halt jetzt Einfachschuss. Ladies and Gentlemen, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich muss aber sagen, die haben das toll gemacht, aber keiner von denen hat mir erklärt, dass ihre Waffe einfach 20-fach gucken kann, womit man auch hätte sehen können, wo endlich Scholz ist. Wir haben es tatsächlich geschafft, nach der Frage, wo Scholz, haben wir es tatsächlich geschafft, ein Live-Schalte jetzt live hinzukriegen mit The One and Only. Heider! Das sollte doch noch nicht veröffentlicht werden. Wer weiß, ob da Heider oder ich dachte, er dreht wo Scholz ist. Ja, du musst ja warten, bis er sich umdreht. Jonathan, was ist verboten in den Weinbergen? Die Weinbergschneckenbekämpfung. Und Moni, was ist deine verboten Mutter. In den Weinbergen? Deine Mutter ist auch eine gute Antwort. Ich habe gesucht. Ich habe immer noch nicht Scholz gefunden. Du sprichst einfach nur mit der Betonlocke. Das finde ich auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber dann wisst ihr schon mal, du kannst jetzt nicht Scholz sein. Nee, das stimmt. Ansonsten sind wir bei 366.000 Euro und das erste Mal. Ist das okay? Das hat weh. Sicher? Ich habe mir nur minimal weh getan. Okay, wir haben 366.000 Euro für die Behandlung. Ich find's geil, dass wir beide jetzt hier Eriks Kanal übernehmen. Stimmt, wir kommen auf gronk.tv. Ja, twitch.tv/gronk. So nämlich, ja. Und zwar, da gibt's halt unter anderem diese tollen Klamotten, aber auch viele, viele andere Sachen. Und wer macht das Ganze? Was? Ich habe gar nicht zugehört. Entschuldigung. Scheiße, ich habe den Chat gerade gelesen. Wolltest du mir gerade einen Ball zuspielen? Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Gerd. Ich hätte jetzt Gerd. Scheinbar heißt Erik Gerd mittlerweile. Gerd Onk? Der heißt doch nicht Gerd. Gerd ist so ein geiler alter Name einfach nur. Heißt der? Gerd hieß mein Opa, glaube ich. Gerd Onk? Ja, der hieß Gerd. Also, der hieß nicht Gerd Onk. Dein Opa hieß Gerd Onk. Gerd Onk. Gerd Onk. Gerd Onk. Nein, der heißt nicht Gerd. Gernhard Reinlunzen. Ja, Gernhard Reinlunzen, ja. Aber weil. Nein, nicht wie uns beschlagen, ja? Beschlagen? Wie so ein Pferd mit Hufen. Nicht uns beschlagen. Wir erweitern den Hashtag von FriendlyFire9 auch noch auf Hashtag Wo Scholz. Wo Scholz finde ich auch gut. Hashtag Wo Scholz. Genau, nice. Weil der ist nämlich gerade getrendet auf X unter anderem. Power of X. Power of X. Also Wenn ihr auf friendly-fire.shop geht, ganz runter scrollt und dann auf Seite 2, dann ist da ein neues T-Shirt erschienen. Bitte. Wow. Und das stellt die Frage: Wo Scholz? Alter! Ich möchte euch darauf hinweisen, sobald wir 500.000 haben, kommt mein Spendenziel ins Spiel und es wird... Die ganze! Oh, Christus! Hat er wirklich... LOL. Alter, du bist einfach Wolverine geworden. In welchem Jahr wurde die erste Pizza, die heutigen Vorstellungen entspricht, hergestellt und wo? B. Hä? Der 11. Juni 1989.
in Neapel. Ja, wahrscheinlich. C. Das ist korrekt. Ja! Du hast A und B vorgelesen und er hat C gesagt. Was ja, ist weil er das wusste. Gedanken. Nein, er hat B gesagt. Das ist doch bestimmt. Er hat C gesagt. Nein, Er hat C gesagt. Was ist denn C? Pizza gibt es erst seit 89? Nee, richtig, war ja was anderes. Ja, aber was ist denn C? C wäre der 11. Juni 1889 in Rom. Ja, falsch. Ja, ja, nee, das geht jetzt nicht mehr. Ja, aber D gibt's doch auch noch. Wir machen jetzt PowerPoint-Karo. Guck, mit dir meine ich. Und du darfst unter, wenn du möchtest, zugucken und Fragen stellen. Okay, nehmen wir. Geil. Auf jeden Fall das Wort nicht nochmal sagen. Das ist echt rockig. Wow. Was aber, Hat schon jetzt auch irgendwie Wumms an der Stelle, ja, muss ich sagen. Mehr als ich gedacht habe. Dankeschön, Dankeschön. Ich wurde von der Regie, unter anderem im Namen von Dave und Lena, heute dazu genötigt, eine weitläufende Erklärung zu den der evolutionären Geschichte der Gummiente und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft im 21. Jahrhundert zu geben. Wow. Im Hintergrund des Ganzen gibt es nämlich eine ganz wichtige Sache. Es gibt Entenexperten. Wissen viele gar nicht. Lefauco, aka Andi, ist zum Beispiel so einer. Wow. Immer wieder in seinem Heimatdorf ist er auch so bekannt als der Entenschnabler. Und der geht dann halt so hin und, ja, also in Landläufen würde man es Füttern nennen. Das hier ist kein Füttern. Mästen. Ja, das ist wirklich wichtig. Also, er ist geprüfter Gummiententester. Überall gibt es diese kleinen Nuancen über Enten, die mit drin sind. Das Recht ist gefälscht, glaube ich. Das Recht ist gefälscht, das ist richtig. Ja, im Original hatte ich kein blaues Tuch. Ja, genau. Ah, ja, das macht weiß, Sinn. Wir sind ja, aber nur Kenner. Eigentlich rot. Eigentlich rot, ja. Kunstexperte. Wow. Mit den Nägeln, ey. Ja, das liegt auch an den vielen Gummienten, die bei dir im Keller geschwommen sind. Wie hat sich die Gummiente in unserer Welt zum Schlüsselfaktor dieser Wirtschaft gemausert? Und da sind mir gleich mehrere Sachen aufgefallen. Darauf möchte ich auch eingehen. Ja, und zwar. Wie viele Quietschentchen hast du denn zu Hause? Ich selber eine einzige. Weil ich habe diesen Hyperkapitalismus, dem habe ich abgeschworen. Ja? Ich habe die aus Amerika importieren lassen. Eine einzige. Warte mal, du hast. Mit dem Flugzeug? Ja, genau. Mit dem Flugzeug. Mhm. Wichtig, damit die schneller da ist. Die kommen auch alleine. Die kommen auch alleine. Wichtig ist halt mit dem Flugzeug, weil, wenn die ja schneller transportiert wird, verbrauche ich ja weniger CO2. Ja, aber es hat sich schon durchgesetzt, dass die meisten gelb sind. Okay. Tatsächlich weiß ich aber nicht wieso. Wenn ich da gerade drüber nachdenke, macht das auch weil nicht so weil Küken direkt. Gelb sind. Aber doch nur von Hühnern. Stimmt, von Enten sind die Küken gelb. Stimmt. Warum sind also Quietschhähnchen gelb? Das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall irgendwann anders lösen werden. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Aber das ist eine gute Frage gewesen. Zumal über mich erstmal. Ja, ich muss mich Ihnen nicht vorstellen. Mein Name ist Dr. Strunk. Sie haben sicherlich schon von mir gehört, mit KH. Ja, sicherlich kennen Sie auch meine verschiedenen Bücher, der Emoji und ich. Ich und der Emoji und Emojis, was soll die Scheiße eigentlich? Wer hat den Kack erfunden? Mach doch mit. Ich bin Promi. Wirt. Ja? Boah, Alter. Vielleicht die Oldschooler unter euch. Ja, let's roll. Ich bin ein ASCII-Code Emotion Connoisseur. Das hab ich schon mal gehört, ja. Wow. Ja. Das ist ein cooler Name. Doppelpunkt minus Klammer zu Bit. Vielleicht auch mal den ein oder anderen Zwinker-Smiley, immer gerne gesehen bei den Damen. Ja? So. Das ist, Emojis sind eine sogenannte Bildersprache. Ja, Sie sehen hier das Popcorn vielleicht, das man sich bereitlegt vor dem Empfangsgerät. Das Empfangsgerät ist in diesem Fall der Fernseher. Ich habe eine Frage. Ja, sicherlich. Warum sollte ich Popcorn vor den Fernseher legen? Einfach nur, falls irgendwelche obdachlose Waisenkinder vorbeikommen und Hunger haben. Okay, ja. Das legt man direkt mal einfach Popcorn, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Ja? Oder Hänsel und Gretel, Sie kennen das vielleicht, das Märchen, wo dann immer so ein bisschen Popcorn. Kenn nicht, ja, das Märchen. Ich lese das auch mal zwei, drei Mal. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Die geile Hexe. Ey. Das war das letzte Friendly Fire. Den Channel gibt es hinterher nicht mehr, das ist vorbei. Wenn Sie Hänsel und Gretel jetzt beim Vögeln zugeschaut haben, ja, aus einem Versteck in den, was ist das von ihr, hä? Sieht aus wie Duschschaum. Wenn sie sich ins Gesicht gewichst haben dabei, bitteschön, meine Damen und Herren, ja, wem was gefällt, ich urteile nicht, kein Judge, ja, kein Judge, ich bin nicht judgmental, kein King-Shaming heute Abend.
All power to you, ja, Brothers und Sisters, ja. Heute Nacht wird da unten aber richtig reingewässert, ja. Das, Hänsel und Gretel ist einfach immer der geilste Shit. Da bin ich auch immer dabei. Stark einfach, stark, Leute, stark. Was meinst du gerade mit dem Zwinker? Das war ist das eher fresh oder eher übergriffig? Was würdest du sagen? Zwinker-Smiley? Weiß nicht. Wie fühlst du dich, wenn ich so mache? Das ist fresh. Das macht was mit mir. Das macht, ich bin immer noch bereit. Also, ich sag fresh. Also, ich glaube, es kommt drauf an, wer am zuzwinkert, ja? Wenn das vielleicht so ein I can fix her oder I can fix him, ja, dann ist man schon eher bereit, dann natürlich auch eine kleine Samenspende zu vollziehen, meine Damen und Herren, ja. Aber wenn da jetzt einfach so ein Ingo ankommt oder so ein Kommentar-Jürgen, dann ist das halt eklig. Das ist halt alles eine Frage der Perspektive, ja. Hat noch irgendwer Fragen? Ja, bitteschön, der Herr in der letzten Reihe, ja, die auch die erste ist. Ich wollte wissen, wie ja. kamen Sie, Professor, auf die Idee, sich mit dem Thema ausgiebig zu beschäftigen? Ich habe irgendwann über die Jahre ein Fable entwickelt für Emojis. Ja. Ich habe meine Frau auch kennengelernt, quasi über eine ASCII-Tabelle. Wir waren im selben Fanclub. Ja. Wir mochten beide die gleichen ASCII-Codes. Und darüber kommt man natürlich ins Gespräch. Natürlich. Wie sich das natürlich so entwickelt. Ja. Und dann haben wir abends auf Hänsel und Gretel abgespritzt. Natürlich. Also ich kann Sie natürlich gerne nachher mal zum Essen einladen und Ihnen einmal die verschiedenen ASCII-Emojis zeigen. Zwinker-Smiley. Ja, Semikolon minus Klammer zu. Hä? Semikolon minus Klammer zu. Hä? Ja? Punkt, kleines O, großes O, null Klammer auf. Oh, die ist schon ganz geil. Klammer zu. Wir haben heute eine sehr, sehr besondere... Ja. Überraschung, noch eine ich für muss euch. Trans die auch für uns, muss ich ehrlich sagen, eine kleine Überraschung ja, war. Wir wussten, auf jeden Fall. Wir wussten nichts davon. Ja, nichts. Wir freuen uns aber sehr. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass gerade in Berlin ein Twitch-Weihnachtsfest war. Und wer war da zu Besuch unter anderem? Du. Ich, richtig, ja. Ich bin die Überraschung. Ah. Fischkorb. Wir haben aber noch eine Überraschung. Zweite. Und zwar war auch dort Dan Clancy. Woohoo! Hi, the Dan. CEO it's of great Twitch. To be here. Are you simultaneously like flying in helicopter right now? It looks like you're flying in helicopter right now. It looks that way. Yeah. Vroom, 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 vroom. I actually did just land. In Germany, it's called City Land River. I don't know if it's the same in English. Right. I don't think it is. We already have the category city, animal, pizza topping, and we. Well, we need like two more. We need two more categories. So. Because you're the CEO of Twitch, maybe you can think of something that's right on the edge of TOS, so it's funny, you know? Right on the edge. It's still okay, but it's kinky. Okay. Now you've just put a lot of pressure on me. Yeah. Damn, J is a hard fucking word. J is very hard. Why did you choose J? 600,000! Woohoo! Danke, Leute! Wow. Dad is dancing! Dad tanzt auch! Dad is dancing! Da ist er! Er hing draußen am Zaun. Nein. Er wurde dran geklebt. Er ist am Zaun hier von dem Gelände. Warte, er ist gefunden. So heiler, ne? War schön. Wir haben ihn. Da komme ich nicht gegen an. Wir geben ab an die anderen. Ich guck mal kurz, was drüben los ist. Bald. Ich mach rüber, Erik. Nein! Ich verhure mich einfach. Oh mein Gott! Ich verhure mich einfach. Oh mein Gott, was ist das? Möchtest du mal an meinem Rüssel spielen, Dennis? Wo ist Otto eigentlich? Ja, wo ist Otto? Oh, Otto. 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 Moment, da passt er noch nicht rein. Ich komme jetzt aber gleich. Kennst du diese ganzen Hörspiele, wenn du diese out of context hörst? Das gibt's von Bibi und Tina auch. Oder halt von Benjamin Blümchen und so. Wenn es dann wirklich so Ausschnitte gibt, die so komplett rausgerissen worden sind. Und dann zum Beispiel, es gibt eine Szene, da rutschen Otto und Benjamin einfach nur. Und der sagt dann wirklich so, Otto, ich glaube, er passt nicht rein. Ja, doch, das Moment, und dann, ja, dann quetscht er sich halt auf diese Rutsche. Ne? Aber am Ende hört es einfach nur so, als wenn er... Du meinst mich? Ich bin das gewesen. Ja, du warst das. Du hast Otto gebankt. Nein, ich habe mit Otto ganz normal geredet. Benjamin, du lieber Kann man nackt zur Arbeit kommen jetzt? Kann sprechen und bist überall bekannt. Töre, Benjamin Blümchen, deine Welt ist schön.
Benjamin Blümchen, wir wollen nicht dir gehen. Benjamin Blümchen, wir sagen Hallo. Denn wir sind deine Freunde, wir lieben dich so. Tada! Kann ich dir sagen, sitzt du gerade bequem? Ja, also je mehr gespendet wird, desto höher geht mein Rüssel. Moment, da habe ich eine kurze Frage. Bist du dann eine Hure? Hallo, ich bin Benjamin Blümchen. Benjamin, du Hure. Ja, was ist das denn hier? Hast du gerade Benjamin Blümchen als Hure bezeichnet? Nein, ich habe nur Fragen gestellt. Ja, ich habe nur Fragen. Ich habe nur eine Frage gestellt an der Stelle. Ja, weil dein Rüssel halt. Weil dein Rüssel halt. Second Wave hat 5000 Euro bestellt. Dankeschön, Dankeschön an die Second Wave. Das ist ja quasi unser Geld. Scheiße. Ja. Was soll das denn jetzt? So war das nicht gemeint! Ja, wir sind doch schon hier ohne Gage. Wieso fragst du mich, ob ich bequem sitze? Naja, weil einer unserer unfassbar geilen Sponsoren heute am Start ist natürlich. Ja, aber die haben ja nicht die Couch gemacht. Nee, deswegen hättest du auch Nein sagen sollen. Achso, nee, ich sitze mega scheiße. Weißt du, wo man richtig gut drauf ist? Ja, sag mir, wo man so richtig gut drauf ist. Musst du mir sagen, wann ich so... Okay, ich dachte, die beiden Karten, die hier sind, sind Hinweis genug, ja? Ich also, brauche Zuckerstücke. Das ist generell ja komisch. Wir sind hier bei Friendly Fire. Technisch gesehen hat jeder jederzeit die Möglichkeit, vor diese Kamera zu treten. Stattdessen stehen die da von der Seite und glotzen wie die Affen in den Zoo. Wer Blümchen? Ja, wirklich. Selbst Funk sitzt einfach sprachlos hier. So, und wir haben natürlich auch hier noch jemanden, der uns immer wieder hilft, kühl zu bleiben, ja. Und zwar Fritz Kohler, auch wenn das jetzt gerade ein Wasser von denen ist. Ist VivaCon Aqua, Fritz? Das ist unsere Integration sind heute 10 von 10, muss ich sagen. Denn eigentlich hatten wir hier nämlich was ganz anderes. Genau. Benjamin will seine Zuckerstückchen. So, da haben wir nämlich eine wunderschöne Fritz-Cola. So nämlich. Du schuldest mir doch Fuffi, Alter. Otto! Ja! Was ist mit dir passiert? Was Drogen, Otto. Otto! Du schuldest mir doch Fuffi, ich muss echt dringend los. Ich hab noch einen Termin heute. Es ist Drogen, Otto. Ich muss echt dringend los, ich brauch noch... Was für ein ich Post? Kann dir nicht schon wieder was geben, Otto. Bitte, Benjamin. Ich hab letztes Mal gesagt, Benjamin. Das ist das letzte Mal. Ich werd wütend. Was ist das? Trink mal einen Schluck. Das ist lecker. Das ist pure Cola, Alter. Wo ist der Whisky? Benjamin. Das ist unser Sponsor. Ich brauch wirklich trinken. Otto, ich bin nur noch enttäuscht. Warum denn? Ich hab Ideen. Ich werd schon noch mein Drehbuch fertig kriegen, Benjamin. Aber ich brauch die 50 Euro dafür. Jetzt Otto, das erzählst du mir schon seit 3 Jahren. Sag was Nettes. Herr Tierlieb hat mir schon gesagt, ich soll dir nichts mehr geben. Carla Kolumna hat schon gedroht, über dich zu schreiben. Ich brauch nur den Drucker. Ich hab alle meine Beziehungen in Neustadt genutzt, um damit nichts über dich passiert. Ich hab mich so angeschränkt. Ich hab schon 3 Charaktere fertig. Wirklich. Und ich hab jetzt nicht überlegt, das wird ein Horror-Slash... Bumsfilm. Pass auf, Otto, Drogen-Otto. Kannst du einen Gefallen tun? Was ist denn? Jetzt trink einen Schluck und sag was Nettes. Bitte. Wenigstens einer, der was Nettes über Fritz sagt. Okay, also dafür, dass da kein Jackie drin ist, ist das ziemlich okay. Und die ganze Performance ist gesponsert, unter anderem von Fritz Cola. Ein fantastisches Getränk. Ja. Die ist gerade in diesem Moment bereuen, jemals mit uns in Kontakt getreten zu sein. Ja, das funktioniert, da könnt ihr einfach hier draufbleiben. Und zwar ist das der Stream. Ihr scrollt nach unten. Was passiert? 650.000. Töre! Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall bekannt. Töre! Dein Drogen, Otto. Geh weg, du kriegst nichts von dem Geld. Also. Nice, Leute. 650k. Also. Starke Nummer. Töre! Mit Bezug auf Fritz Cola. Jetzt endlich können wir kurz diese Probe Entschuldigung. Habt ihr unsere Sponsorenliste und dann ist tatsächlich da auch Fritz Cola mit dabei. Kaum zu glauben, ich weiß nach all den Fails. Der Chat stirbt gerade, weil du eine Flashbang gezündet hast in Counter-Strike. Warum? Ja. Weil der Dark Mode nicht aktiv ist. Genau. Können wir jetzt nicht immer die Fritz Cola-Integration das fünfte Mal aber der Chat, ich habe ihn gelesen. Ja. Abend. Alle sagen, können wir bitte über den ersten Tab sprechen? Also, bevor wir da raufgehen, können wir Fritz Cola jetzt beenden. Wir reden erst über den ersten Tab. Okay, pass auf, ist kein Problem. Und der erste Tab. Drogen Otto? Drogen Otto. Nein.
Ich muss jetzt nicht. Hier nicht wieder so ankommen. Du kriegst. Nein. Ich weiß nicht, wieso. Oh, ja. Oh, aber das hier war vorweg als Test. Wir wissen nicht, wieso. Ich weiß tatsächlich nicht, wieso. Wir haben uns hier hingesetzt und das war der erste Tab, der halt offenbar. Ich gehe davon aus, dass das ein Soundcheck war. Wichtig ist, dass die 10-Stunden-Version. Ich frage mich, was ihr während des Aufbaus hier gestern gemacht habt. Benjamin. Otto. Danke. Einmal gebe ich dir jetzt noch die 100 Euro. Ein einziges Mal. Dann ist wirklich Schluss. Ich will nach Hause. Das ist so ja, Benjamin ist tot. Du hast auch so ganz rote Augen, aber ich frage mich, ob das nicht vom Koks kommt. Koks. Das heißt, du hast doch das Geld ausgegeben. Otto, ich muss dir was gestehen. Oh, Benjamin. Der Twist. Der Twist. Ist oh Gott. Das ist mit dem Rüssel. Du hast mich reingerissen. Francis. Ich hab's mir hier so aufgemacht und dann hab ich einmal... Benjamin, können wir jetzt bitte bumsen gehen? Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, komm, Otto. Komm. Du bist ein Camgirl. Mache nach, wie du ein Objekt aus diesem Raum benutzt, um deinen Zuschauer zu verzücken. Ich kann sie nehmen, das ist nett. Ich entschuldige mich bei allen heutigen Werbepartnern. Na, Fritz Cola kann nicht mehr schlimmer werden. Oh, einer im Oh. Ihr könnt auch jetzt schon suchen gehen, ne? Ich weiß, was ich mache. Ja, ich weiß auch. Nein, das kann ich nicht mitnehmen. Warum ist das festgeklebt? Das ist nicht festgeklebt, das hat Strom. Das ist ein Kabel da ist dran. Tape. Nein, das ist Tape dran. Oh, oh. Das Kabel reißt ist mit Tape. Ja, das ist aber jetzt reißt er alle Kabel reißt ab. Jedes ab. Ach, kannst du dir das Ding nicht wir stehen haben doch bestimmt aber ich kann das ja wir können auch sicher mit einem Kamerawinkel bis aber davon. Es ist halt ideal. Es ist halt ja, so. wir filmen nicht da. Jetzt setz dich schon drauf. Kann man das sehen? Ich weiß halt auch nicht. Traurig. Ja, dann aber ist es die 500. Bei 100 Subs, Leute, bei 100 Subs, ja, da setze ich mich auf meinen neuen... Ach nee, ich kann jetzt nicht den Namen sagen, weil es ja wahrscheinlich nicht gut für einen Sponsor ist. Aber das ist der neue Stuhl. Da setze ich mich dann einfach drauf, ja. Und pro 100 Subs rutsche ich immer ein bisschen tiefer. Wie bei den Assis. Was passiert hier? Wir sind die absoluten Vollassis der Hölle. Hä, was ist denn jetzt besser? Die alte gute Pizza, ey. Das war unser Sponsor. Ja, Das nicht! Ja, aber Fritz ist mittlerweile gewohnt. Wirklich, Lena, es tut mir furchtbar leid, was vorhin passiert ist. Was war denn? Aber ich weiß, ich kenne auch die Bilder vom letzten Jahr. Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute und ich weiß, was euch geil macht. Oh! Aufs Mikro! Oh immer wieder Gott. Aufs Mikro. Oh mein Gott. Das macht euch geil, man. 100 Pro gibt's da eine Nische. Nein, da hast du Farbe dran jetzt! Du hast die Benjamin Blümchen. Voller Krise, Junge! Die kann man essen. Die kann man essen. Die ist gesund. Oh, ich muss mal immer auf Toilette. Oh, Alter, ich hab spontan Zitterdurchfall, ey. Nur vom Junge, das war lustiger, was ist das für ein Spiel? Ich hab keine Ahnung. Er hat sich die Pizza an die Backe gehauen und hat sie dann gegessen. Die fand ich jetzt auch nicht gerade weit oben, ehrlicherweise. Deswegen... Das war das Schlimmste, was du dir hättest vorstellen können. Sich mit dem Gegenstand von hier weißt aus du, wie viele Leute Bock haben, das zu sehen? My sweet summer child, Peter. Okay, können wir Jay bitte bei seinem Orgasmus zuhören? Ja, bitte mit Close-Up jetzt. Das ist wichtig. Oh, ganz ist nah richtig, ran ja. Zoomen. Okay. Sehr nah ran. Ich muss was trinken vorher. Voll. Jetzt ist auch eh vorbei. Ne? Also, oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Vögel und Elefanten, Jay. Hä, wie? Die steigen halt hinten auch drauf. Okay. Nimm, das ist die Elefantenkuh. Okay. Der Adeptstuhl. Ja, steigst du halt hinten drauf. Ja, ne? Einer unserer Sponsoren an dieser Stelle. Danke für das Bereitstellen. Der Elefantenkuh an Adept. Teure! Unser gesammelter Dank gilt an eSport Factory. Oh. Willkommen zurück zum jugendsicheren Teil von Friendly Fire 9. Ja, hier wird so später Stunden muss man auch mal jugendfrei dann wieder werden. Doch, bevor wir weitermachen, haben wir eine extrem gute Überraschung. Okay, jetzt kommt's. In Essensform keine Kartoffel.
Aber schaut zu eurer Mitte. Ach, leck mich auf. Was? Oh, no, oh mein Alter. Gott. Was? Oh. Seht ihr das? Seht ihr das? Oh nein, auf dem Teppich nicht. Oh nein, auf dem Teppich. Anschieben. Oh. Einmal. Oh. Oh mein Gott. Yeah. Es fährt aber von selber. Oh, guck. Was? Jetzt sieht man es nicht mehr, weil es die andere Kamera... Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Da sind unsere 735.000! Ja, geil, ist mit Lambo gekommen. Alter. Holy shit! Für jeden von uns! Es ist hässlich! Ach so, es ist so gruselig. Hi, Georgi! Es ist so gruselig. Oh, keiner spielt mit ihm. Alter, was ist das für ein kranker Scheiß hier, Alter? Das ist voll die Freak-Song. Das kriegt mich voll. Das fliegt mich so aus, ey. Irgendwie so ganz weird. Alter, geh bitte jetzt sofort weg. Alter. Chivalry. Ich drop Kickface dich gleich. Chivalry. Kick drop. Ich kann das nicht. Ich reiße die scheiß Sache vom Kopf. Ich meine das ernst. Wir suchen jetzt gleich die Leute. Am meisten Angst habe ich tatsächlich davor, A, zu wissen, noch nicht zu wissen, wo ich gleich suchen darf. Aber B, vor allem den Christian zu finden, weil der sieht als Clown fucking gruselig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Könnte nur jemand sein. Junge. Das Versteck war nice. Und die ganzen Kuchen habt ihr ohne mich. Stimmt, Alter. Wie lange stehst du hier? Hat sich gelohnt, die eine Minute. Als wenn du jetzt eine Stunde hier standest. Ich glaube, ich stand hier eine Stunde, Alter. Boah, leck wieder am Arsch. Der Finger zeigt aufs Ziel. Schon mal. Muss man ja noch Warcraft spielen. Also du wärst das mal gespielt, das ist ja mega stark. Dir Big, Alter! Das ist ja mega. Guck dir den Big an! Da 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 da. Da da da. Gib ehrlicherweise zu, das Versteck ist ganz schön nice. Okay, du machst das schon. Das war ein sehr gutes Versteck. Ah, nein! Was ist das denn jetzt für ein Witz? Was ist das für ein Scam, Alter? Wieso stehen überall diese Scheißdinger rum? Okay, also hier ist kein Spielfeld mehr. Alter. Okay, check. Guck, wenn du das hier aufmachst, dann guck dich einfach mal das da an. Ja, wie gesagt, wir spielen Geräuscheraten. Yay, das Spiel. Ich liebe Geräuscheraten. Also Alter, viel spielt es zusammen. Ja! 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 Endlich ja. Ja. Ist es soweit. So. Feindliche ja. Übernahme. Der Heider ist natürlich auch mit dabei. Ach, ja, stimmt! Georgi! Ich bin dafür, dass Christian jetzt einfach mal durch den Park läuft oder sowas. So, ich aus der Brücke. Aber ohne Hose. Aber am Ende musst du, ich glaube, du wirst am Ende aber einfach nur verprügelt von den Leuten, die Angst vor dir haben. Und bei den meisten ist so die Reaktion wegrennen. Ja, oder aber bei manchen ist die halt drauf. Auch. Oder du fällst bei Osnabrückern gar nicht auf. Ja. Aber wenn einer wegrennt, rennst du ihm einfach hinterher. Und wenn er sagt, wieso folgst du mir, sagst du, ich will dir helfen. Dein Schuh ist auf. Ja. So, pass auf, Gift! Also der erste ist Begriff ist Mikrowelle. So, und den macht als erstes... Ach, bling! Jam, 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 jam. Oh, leck. Was denn? Klonk. Muss ich auch? Ach so. Okay, Mikrowelle immer noch, ja? Mein Handy bleibt da raus. Was, du darfst nicht jetzt reden nicht währenddessen, mehr. Junge. Du darfst was? Nicht sagen. Weil Heider doch dann weiß, dass du es bist. Aber das war auch ach so. Also, Peter. Ja. Geburt. Oh.
Ach du Scheiße, Alter. Oha. Ja, auch bekannt als Mr. Deep Throat. Drei. Seid ihr auch so aufgeregt? Nee, sind, ja, drei. Da, ich habe die Million voll. Drei. Ich glaube, jetzt geht. Yeah! Holy shit! Was passiert? Warum macht er das? Ih, der kommt sich gleich hin! Hör auf jetzt! Da geht nochmal ein Fritz Cola. Das war's für das Kanal. Jemand hat mein Ding geklaut. Oh, wer denn den Ding geklaut? Ich will noch mehr Dinger. Ich will noch mehr Oh, warte, wie geht das mal? So, ich hab's einfach nach unten geschossen. Ja. Wir können entweder noch ein Spendengoal machen mit Haider und Jay. Das will ich gut. Ja! 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 Sauerkrautsaft wettrinken! Ich kann ja diese 1000-jährigen Eier oder 100-jährigen Eier essen. Ich kann vergorene Bohnen essen. Das ist alles cool. Mein Kryptonit ist Sauerkrautsaft. Ich hasse es, ich hasse den Geruch, ich hasse den Geschmack. Es stinkt wie Drecksau. Genau, schaut euch Lena an. Schaut euch Lena mal an. Ja. Oh, jetzt, das ist so eklig. Das ist so eklig. Einmal jeder ein Schnüffel. Es gibt Leute, die schnüffeln. Alter, das riecht also wie Oma unter den Achseln. Boah, Lena. Lena! Wer kann das nicht trinken? Lena, die Maschine. Maschine, Lena! Oh, Lena, das ist fertig. Heide auf! Wir sind gleichzeitig fertig geworden, legit. Alter! Aber wir könnten nächstes Jahr ganz krasse prominente. Was ist denn mit irgendeinem kontroversen Gast? Donald Trump. Wow. Wow. Wir werfen mit dem mit Orangen. Wow. Vielen Dank, Dankeschön! Vielen Dank, Dankeschön! 1000 Küsse an euch! Und jetzt den Trailer, Mats ab! Jetzt aber. Ja, jetzt. Ach.